Servus und willkommen bei mir zurück hier in Seoul und es wurde öfters gefragt, ob ich nicht einen Tagesablauf von mir hier in Seoul filmen könnte. Und um ehrlich zu sein, mein Tagesablauf sieht genauso aus wie bei euch, nur dass ich eine koreanische Subway benutze als eine Münchner zum Beispiel wie früher. Aber ich dachte mir, ich nehme euch mal mit auf den Weg zu meiner Arbeit und dass es nicht so langweilig ist, mache ich mal einen zweiten Part, der sehr oft gewünscht worden ist und zwar, was mich in Korea stört und da mache ich so eine Art Street Work Edition, also alles, was mich so auf dem Weg zur Arbeit immer genervt hat oder was mich im Alltag auf der Straße nervt in Korea, das werde ich reinbringen. Ganz wichtig am Anfang zu sagen, es ist natürlich meine persönliche Ansicht und es gibt in jedem Land, auch in der Heimat und hier in Korea, in Amerika, in Japan, überall Dinge, die jemand anders persönlich stören. Wie gesagt, das ist nur meine Empfindung, viele andere finden das wahrscheinlich voll und in Ordnung. Daher eine kleine Triggerwarnung ist gesagt und wir fangen an. Machen wir mal mein Lunchpaket für die Arbeit. Let's go! So, ich mache jetzt erstmal meine Lunchbox. Das ist ganz normal hier mit Müsli. Also ich mache hier Haferflocken, dann noch eine Gurke, ein bisschen zum Knabbern auch eine Karotte. Und in meinem Müsli mache ich eine Banane und einen Apfel. Also eigentlich ganz typisch deutsch, nicht sehr außergewöhnlich koreanisch. Was mir bei der Arbeit und Korea jetzt gleich als erstes einfällt, ist ihre Pünktlichkeit. Okay, es macht jetzt eigentlich gar keinen Unterschied, ob sie wirklich im Arbeitsleben sind oder ob sie jetzt wirklich hier in der Privatsphäre sind, also mit Freunden treffen. Sie kommen grundsätzlich immer zu spät. Sie sagen zum Beispiel, sie kommen um 15 Uhr und du kannst damit rechnen, sie kommen nicht um 15 Uhr. Sie sind dann ungefähr nicht nur so 5 oder 10 Minuten zu spät, sondern gut so 30, 40 Minuten zu spät. Das ist meiner Meinung nach wirklich sehr anstrengend, weil ich bin eine sehr pünktliche Person und ich muss dazu geben, mich strengt das etwas an. Es ist aber auch nicht nur so, dass es jetzt beim Treffen ist, also bei der Treffenszeit, egal ob jetzt ein Meeting um 15 Uhr beginnt oder ob man sich mit Freunden trifft, dass sie dann zu spät kommen, sondern es sind auch so, dass dann die Zeiten, die man verabredet hat, zum Beispiel für ein Meeting, dass man ein 30-Minuten-Meeting veranstaltet, dass dieses Meeting auf jeden Fall den Apfel abgehauen, dass dieses Meeting auf jeden Fall keine 30 Minuten geht, sondern dass das Meeting über 30 Minuten geht. Und schlussendlich hat man dann ein 30-Minuten-Meeting, das so ungefähr vielleicht 40, 50 Minuten oder eine Stunde. Und das ist super anstrengend. Ich habe witzigerweise mal eine Dokumentation gesehen, die genau dieses Thema auch behandelt. Und dann hat sogar ganz stolz dieser koreanische Firmenchef gesagt, dass sie eine Uhr haben, die dann anfängt zu piepsen, dass sie dann wissen, dass dieses 30-Minuten-Meeting zu Ende ist. Aber er hat dann im gleichen Atemzug auch ja zugegeben, dass selbst wenn er piepst, sie sich nicht dran halten und sie dann einfach weitermachen. Und das ist wirklich ausschlaggebend für die Pünktlichkeit bzw. das Zeitmanagement von Koreanern. Natürlich, es sind nicht alle so. Es gibt natürlich auch Firmen, die laufen anders. Es sind natürlich auch Freunde hier in Korea oder Menschen hier in Korea, die sind überpünktlich wie in Deutschland. Aber das, was ich so in den letzten 5 Jahren oder 5,5 Jahren mitbekommen habe, muss ich sagen, Pünktlichkeit ist so ein Ding in Korea, an dem ich an meine Grenzen stoße. Möchtest du rein? Ja, okay, gut. Gut. So, jetzt noch mein Kaffee. Den habe ich schon vorher vorbereitet und in den Kühlschrank gestellt mit Milch und Karamellsirup. Und jetzt kannst du losgehen. Jahreszeiten hier in Korea sind immer ein bisschen extremer. Sie sind wie zum Beispiel in meinem Wintervideo, das ich euch genannt habe, minus 20 Grad könnte da spitze sein, aber in der Regel sind es minus 10 Grad, wobei das auch schon für mich reicht. Es gibt natürlich dann den wunderschönen Frühling, da sind die Temperaturen toll und man sieht natürlich die mega Kirschblüte und dann kommt ein ganz, ganz kurzer, angenehmer Sommer und dann hat man ein bisschen Regenzeit, wie jetzt ihr schon seht. Ich stehe mitten im Regen für euch. Und dann der extrem heiße
Sommer. Also man muss sagen, die letzten 2 Monate haben wir jeden Tag, also wirklich ohne Unterbrechung, so ungefähr ja, 28, 30, 33 Grad. Und in der Nacht geht es maximal runter auf 25 Grad. Also eine Abkühlung gibt es nicht. Jetzt auch mit der Regensaison ist es so, dass es eigentlich im Prinzip nur warm und nass ist. Ganz widerlich wird es natürlich dann nach der Regensaison, weil nach der Regensaison heißt es, es wird noch ein Stückchen heißer, also so 37, 38 Grad ist normal. Da fände ich das ja auch nicht so schlimm, aber die extrem feuchte kommt noch dazu, also die, was man von Japan auch kennt. Und das macht es extrem widerlich. Dann kommt der wunderschöne Herbst, den ich jedem empfehlen kann. Der geht aber leider nur so 1,5 Monate, vielleicht nur 1 Monat. Und dann kommt wieder der ja, graue, hässliche Winter mit kalt. Jetzt muss ich aber los, meine S-Bahn ruft. Das nächste, was mich quasi so ein bisschen noch in Korea nervt, sind S-Bahn-Fahren. Nicht wirklich per se, die S-Bahn ist das Problem. Sie ist super pünktlich, sie ist super modern, sie ruckelt nicht, mega klimatisiert, nie riecht es irgendwie hässlich. Und es ist natürlich immer pünktlich. Und sie fährt in einem 5- bis 8-Minuten-Takt, was auch echt angenehm ist. Sie sind aber nicht nur pünktlich, sondern es ist innen drinnen super angenehm. Das heißt, man redet nicht, es ist nicht laut. Telefonate am Telefon sind verpönt. Also es gibt nicht die Regel, dass man es nicht machen darf, aber man soll es nicht tun. Es wird auch immer darum gebeten, bitte die Handytöne lautlos zu halten und niemand zu stören. Das heißt, es gibt kein lautes Gerede, es gibt keine Musik, die irgendwie von irgendeinem Handy schallt, es gibt keine lauten Telefonate, alles ist super angenehm. Bis, und da kommt jetzt der Punkt, wo mich richtig hart nervt in Korea, die älteren Menschen. Hier sind ältere Menschen wirklich noch hoch angesehen, das heißt, sie dürfen im Prinzip sich vieles erlauben, was eigentlich gesellschaftlich verpönt ist. Und darunter gehört dann auch telefonieren. Das heißt, sie sind diejenigen, die echt laut telefonieren. Sie sind diejenigen, die wirklich dann auch die Lautstärke vom Handy, wenn jemand angerufen wird, noch anhat. Und die schallen dann wirklich quer durch die ganze S-Bahn. Und dann brüllen sie in das Handy rein. Das ist etwas, was mich wirklich richtig nervt. Es nervt die anderen Koreaner dann auch, aber man sagt nichts, weil es die Älteren sind. Und diesen Respekt vor den Älteren, der ist hier halt wirklich noch hoch gegeben. Und das finde ich auch voll in Ordnung, um Gottes Willen. Aber dass sie so ein bisschen darauf dann ignorieren und sagen dann, nee, für mich gilt irgendwie gefühlt andere Regeln, das stört mich ein bisschen. Und ihr müsst aufpassen, wenn ihr aus der S-Bahn aussteigt, ist es in der Regel so, erst Leute rauslassen und dann die restlichen rein. Ich weiß schon aus München, ich habe ja in München gelebt, funktioniert das Prinzip in der Regel eigentlich nicht. Hier in Korea funktioniert es eigentlich sehr gut, bis auf die Älteren. Die rammeln sich da echt durch, die rammen sich da durch, die schlagen sich da durch, geht den Leuten aus dem Weg. Vor allem müsst ihr dann noch aufpassen, weil sie tun einfach schlagartig vor der Türe, dann, wenn sie ausgestiegen sind, stehen bleiben. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, ah ja, das kenne ich von Deutschland auch, das ist hier so. Nein, glaubt mir, die sind hier viel extremer und sie gehen wirklich mit Ellenbogen da dann durch, weil sie wollen ganz dringend einen Sitzplatz. Also ich gebe Älteren gerne einen Sitzplatz, aber diese Rambo-Aktion, die nervt mich richtig und die bringt mich zur Weißglut. Es gibt aber auch echt süße Begegnungen. Es ist öfters so, wenn ich dann eine richtig fette Tasche habe, schwere Taschen habe, steht sogar ein älterer Herr für mich auf und gibt mir dann einen Platz. Ich sage immer, nee, es ist alles in Ordnung. Er sagt dann, nee, komm, du bist so vollgepackt, setz dich hin. Ich kann stehen, das ist kein Problem, saß die ganze Zeit. Und das sind so Aktionen, die echt süß sind. Also ältere Herren oder Damen hier in Korea, sie sind so wie Tag und Nacht. Sie können so richtig egoistisch durchziehen und wollen alles Mögliche wirklich erreichen an Sitzplatzmöglichkeiten, die es gibt. Und dann sehen sie halt doch wieder auch mich vollgepackt und sagen dann, hey komm, setz dich hin.
Nächste, was ich super anstrengend hier in Korea finde, ist erstens, dass alles laut ist. Klar, logisch, es ist eine 10-Millionen-Metropole. Bei 10-Millionen-Metropole gibt es natürlich sehr viel Lautstärke. Ich kenne es auch von Tokio. Da sind die großen Zentren sogar richtig lauter. Also die Beschallung der Musik hier in Korea ist auch allgegenwärtig. Und ihr hört es wahrscheinlich auch, ich stehe direkt vor einer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-spurigen Autobahn. Also nicht Autobahn, Stadtbahn. Straße, das ist ganz normal hier in Korea und das ist halt auch eine Geräuschkulisse. Aber es ist nicht nur das, sondern vor allem die Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ganz normal laufe, man läuft über eine normale Straße, man sagt, okay gut, Einkaufsstraße, man wird grundsätzlich angerempelt. Das heißt wirklich, die geben dir eine Bodycheck hier mit der Schulter und also wirklich auch reißen sie dir zum Teil dann aus Versehen dann dadurch die Tasche von der Schulter oder sowas. Und es kommt kein Entschuldigung. Sie laufen einfach weiter. Es gibt keine Entschuldigung. Sie rempeln dich an und keiner sagt dann, sorry, dass ich dich angerempelt habe. Sondern es ist halt einfach, es ist so. Das Schlimme ist an diesem Bodycheck, im Prinzip stört es keinen in Korea. Außer mich, den Ausländer. Also Koreaner finden es okay, wenn man halt jemanden aus Versehen anrempelt oder sowas oder jemanden dadurch aus Versehen kurz die Tasche runterzieht. Das kann halt mal passieren. Und da ist dann auch keiner sauer. Außer ich. Ich finde es dann immer mega unhöflich und denke mir so, boah, rempel mich doch nicht an und sag wenigstens Entschuldigung. Tu irgendwie so, als würde es dir leid tun. Nee. So, ich habe jetzt gerade Mittagspause und ich werde jetzt gerade von einem Auto überfahren, habe mir gerade im 7-Eleven noch was zu trinken geholt, weil eigentlich habe ich immer einen Tumbler dabei. Nur heute habe ich es vergessen und deswegen, also ich habe meinen Kaffee dabei, aber nichts Normales zum Trinken. Und deswegen habe ich mir das geholt und ich bin eigentlich nicht so der Plastikmensch-Fan, aber das Tolle ist, es gibt in Korea öfters das 1+1 oder 2+1 Special-Angebot. Das heißt, kaufe eins, kriegst eins dazu. Und ja, ich liebe dieses Getränk. Ich mache hier keine Werbung. Aber das kommt mich, oh, keine Ahnung, ob ihr den jetzt gerade gehört habt, es donnert. Aber das kommt mich zum nächsten Punkt. Was ich in Korea wirklich nicht mag, ist Plastik und Müll. Allgemein davon, dass sie sehr viel Müll produzieren, finde ich das sehr, sehr anstrengend. Ist es aber auch so, dass sie den Müll gerne einfach auf der Straße liegen lassen. Und sie lassen es einfach fallen. Wirklich, sie lassen es einfach fallen oder stellen es an die Seite dran. Der Putzdienst wird es schon von der Straße entfernen. Und das nervt mich wirklich. Und es ist egal, welchen Alters. Egal, ob sie älter sind oder jünger sind, es macht im Prinzip keinen Unterschied. Sie lassen den Dreck einfach fallen. Und das nervt mich wirklich. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Stadt übelst dreckig ist, das nicht. Aber sie haben so ihre Stellen. Wobei man auch sagen muss, es heißt ja immer, Japan wäre super sauber. Auch die haben ihre Stellen. Holla die Waldfee, was ich schon alles erlebt habe. Aber egal, das ist so eine Sache, das mich wirklich in Korea nervt. Und aber man lernt damit auch umzugehen. Jetzt muss ich aber wieder weiter arbeiten gehen. Es war diesmal ein sehr, sehr anderes Video. Es war sehr verwackelt, es war sehr laut. Es war im Prinzip nicht wirklich gut vorbereitet. Es fängt schon auch wieder an zu regnen. Oh mein Gott, ja, um mich herum tun sie alle jetzt schon die Schirme wieder aufspannen. Das ist typisch, das ist halt einfach typisch Korea und Regensaison. Ich muss jetzt losgehen. Es fängt jetzt gerade richtig an. Ich hoffe, euch hat das etwas andere Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like hier. Ich muss jetzt wirklich mich beeilen. Alle laufen sich schon mit Schirmen rum. Bis zum nächsten Mal und oh mein Gott! Bye, bye! Oh, scheiße, 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 scheiße. Oh, jetzt muss ich aber rennen. Oh, ich hasse dich, Regensaison. Oh, nein, 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 nein.